Hallo, heute mache ich mal ein After-Weihnachtszeit-Video. Das heißt, wir haben jetzt alle ziemlich viel zugenommen während der Weihnachtszeit. Wir haben alle so viel gegessen. Das heißt, ein bisschen Kalorien sparen kann helfen, ein bisschen wieder abzunehmen. Trotzdem will ich aber lecker essen. Ich habe heute zum Beispiel Bock auf eine Bolognese. Ich werde sie aber mit Hühnerfleisch und ganz viel Gemüse und mit Vollkornnudeln machen, um einfach ein bisschen Kalorien zu sparen. Für die Hühnchen-Bolognese brauche ich Zucchini. Dann Suppengemüse, also Karotten, Lauch und Sellerie. Dann brauche ich 2 bis 3 Hühnerbrüste, ein bisschen Bauchspeck, Tomatenmark, Vollkornnudeln. Ich habe jetzt hier Fusilli genommen, ein bisschen Parmesan, passierte Tomaten, Paprika aus dem Glas. Ihr könnt sonst auch normale nehmen, aber die schmecken einfach viel intensiver und süßlicher. 4 Knoblauchzehen. Ein bisschen Balsamico-Essig, da habe ich jetzt einen ganz tollen zu Weihnachten bekommen. Den werde ich gleich verwenden. Danke nochmal, dass ich den bekommen habe, der ist super. Dann brauche ich ein bisschen Olivenöl, Chili, Rosmarin, Thymian, bunten Pfeffer, Salz und ein paar Lorbeerblätter. Wenn ihr noch einen Salat dazu wollt, schlage ich vor, zum Beispiel Vogelsalat, also Feldsalat zu nehmen, ein paar Tomaten, Gurke, Avocado und Feta-Käse. Dann braucht ihr 1 bis 2 Pfannen, je nachdem, wie viele ihr zur Verfügung habt, braucht ihr dann halt ein bisschen länger, wenn ihr nur eine Pfanne braucht, weil dann müsst ihr es in Schritten machen und ihr braucht einen Topf für die Nudeln. Als erstes bereite ich mir das Gemüse vor, also das gesamte Suppengemüse und die ganze Zucchini. Die muss ich ganz klein und fein kriegen, so wie hier. Dazu kann man verschiedene Sachen verwenden. Entweder ihr habt eine Küchenmaschine, dann könnt ihr das alles klein häckseln. Oder ihr habt so ein tolles Tupperware, das habe ich jetzt zu Weihnachten bekommen. Das funktioniert super. Bei härterem Gemüse wie bei Karotten einfach immer nur so halb voll machen. Und schneide es halt ein bisschen klein. Ich habe es jetzt auch gar nicht geschält. Und dann einfach mehrmals ziehen und es funktioniert. Wenn ihr es allerdings zu voll macht, dann funktioniert es nicht mehr, dann bleibt es stecken. Wenn ihr das nicht habt, dann einfach eine Reibe nehmen. Aber ich würde euch, wie gesagt, am ehesten diese Tupperware empfehlen, weil die ist echt super. Ich liebe sie. Danke, Mama, dass du mir die geschenkt hast zu meinem Geburtstag. Währenddessen Wasser im Wasserkocher erhitzen für die Nudeln. Zuerst kommt das Gemüse in die Pfanne. Anbraten und dann Deckel drauf, damit das Ganze ein bisschen schmoren kann und weich wird. Wenn ihr für eure Pfanne keinen Deckel habt, passiert ja auch manchmal, dann könnt ihr einfach Alufolie verwenden oder Backpapier. Dann kommen die Vollkornfusilli ins kochende, gesalzene Wasser. Dann kommt das Hühnerfleisch in die zweite Pfanne ins Öl. Das kann ich jetzt gleich mal salzen und pfeffern. Ein bisschen Chiliflocken oder frische Chili. Etwas Thymian, ihr könnt was für frisch nehmen. Und Rosmarin. Das wird jetzt so lange angebraten, bis das Fleisch goldbraun ist. Zwischendurch könnt ihr euch wieder die 4 Knoblauchzehen vorbereiten. Ich habe das jetzt wieder in meiner Tupperware gemacht. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Presse nehmen und eine Handvoll Speck klein schneiden. Währenddessen könnt ihr euch auch ein bisschen Parmesan reiben. Gemüse ein bisschen salzen und pfeffern und ein paar Kräuter dazugeben. Das Gemüse müsst ihr immer wieder mal umrühren und dann auch mit Wasser ablöschen und eher auf mittlerer Hitze, damit das Ganze einfach nicht anbrennt und schön schmoren kann. Zu dem Hühnerfleisch kommt als nächstes der Speck. Jetzt kommt mein Knoblauch dazu. Der wird nur ganz kurz mitgebraten, damit er nicht bitter wird. Ich habe die Hitze jetzt runtergedreht, der Speck ist auch schon knusprig und jetzt kommt einfach so ein kleiner Schluck von einem guten Balsamico über das Fleisch drüber zum Ablöschen. Fleisch und Gemüse sind jetzt beide schön gar und knusprig
Das heißt, ich kann jetzt mein Fleisch zu meinem Gemüse dazugeben und das Ganze mal vermischen. Und dann kommt jetzt auch gleich das Tomatenmark und die passierten Tomaten dazu. Außerdem noch eine große Handvoll frisch geriebenen Parmesan unterheben und das Ganze dann so ein bisschen köcheln lassen, damit sich die Geschmäcker schön verteilt haben. Währenddessen nicht vergessen, eure Nudeln rechtzeitig abzusalzen. Ich habe mir jetzt noch einen Salat vorbereitet, eben mit Feldsalat, kleinen Cherrytomaten, Gurke, Avocado und ein bisschen Feta-Käse. Da kommt jetzt dann noch ein bisschen Öl drüber. Ich nehme jetzt einfach Olivenöl. Ihr könnt natürlich jedes beliebige Öl nehmen, was euch gut schmeckt. Eventuell ein bisschen Essig und Salz und Pfeffer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video. Ich hoffe auch, dass ihr es ausprobiert und mir einfach mal unten einen Kommentar schreibt, wie ihr es gefunden habt. Ich finde sie sau lecker. Ich habe sie schon probiert und es ist auf jeden Fall eine gute Alternative, die viel gesünder ist als die echte Bolognese. Natürlich könnt ihr das Ganze auch vegetarisch machen, indem ihr einfach das ganze Fleisch, also Speck und Huhn, weglasst. Es schmeckt immer noch sehr lecker. Viel Spaß beim Nachkochen und schaut auch gerne mal bei Facebook dann vorbei, wo es dann wieder die ganzen Fotos gibt. Tschüss!